Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Escape from Tarkov. Tut mir leid, heute kann ich nicht mein Greenscreen großartig benutzen, so wie ich es will, weil wir sind in der Nacht unterwegs und wenn ich das hier anmache, sieht man mich nicht mehr. So, und zwar, wir haben heute eine Mission, eine tricky Mission, wir müssen in die Dorms rein. Und zwar ohne, dass wir ein Scav was tun. Das ist so die Bedingung und müssen da oben in den Müllhaufen drei Sachen legen. Jetzt einmal der SV-98, dem falschen USB-Stick und eine Roller. Und ich hoffe, wir kommen bis dahin. Es ist halt so zu dunkel für euch, deswegen habe ich das ja angemacht. Also spinnt mein Licht hier oben schon wieder leicht rum. Gehen wir mal an, mal aus. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie, es wird wohl Zeit, dass ich mir eine neue LED-Leiste kaufe. Okay, wir müssen jetzt Richtung Turms. Und das am besten, ohne dass wir einen Skeff töten. Wir wollen halt ein bisschen leise unterwegs sein. Ihm siehst du, ob man soweit ich töten. Jetzt ist mein Licht wieder ausgegangen da oben. Ist wieder an. Ich lasse es wohl mal aus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. So. Problem ist, wenn du seinen Skeff anschießt oder bemerkt, müssen wir ihn ziehen lassen und wir müssen uns zurückziehen. Wir dürfen nie. Ich habe das schon probiert. Ich habe das jedes Mal schon die Mission angenommen und auf einmal habe ich einen Skeff erschossen und es hat nicht gezählt. Also müssen wir davon ausgehen, dass wir halt, wie gesagt, Skeffs nicht erschießen dürfen. Dem siehst, denke ich mal schon. Falls ich mein Nachtsichtgerät, das ist nämlich das teuerste, falls ich es verlieren sollte oder falls ich kurz vorm Abnibbeln bin, tue ich das bei mir unten rein. Möchte ich nicht unbedingt verlieren, wenn ich es noch schaffe. So, wir müssen auf jeden Fall Richtung Dorms. Leise rein und leise raus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das nachts. Am besten wir laufen unter der Brücke lang. Jeden Fall geschossen. Wenn ich schleiche mich so, finde ich ganz cool.
Und ich wollte sowieso mal endlich eine Mission mit Nachtsichtgerät machen. Auch für euch so. Night Vision Mission. So, ich hoffe, dass ihr irgendwie kein Skep rumhaust. Und mir auf den Sack geht. Das aus jetzt hier. Ja, die Sonne geht langsam auf. Es war 4 Uhr noch was, wo ich rein bin. So, da oben im Dreierdom ist mein Ziel. Lassen wir mal ziehen. Der hat mich auch nicht gesehen. Ich weiß es nicht. War es jetzt ein Skeff-Spieler? Skeffs darf ich nicht töten. Selbst Skeff-Spieler nicht. Oder war es ein Spieler? Aber das soll mir egal sein. Ich muss jetzt da hoch. Mit Gangleck und so. So, jetzt werden wir das Visier mal abnehmen. Weil hier drinnen sehen wir so ein bisschen was. Das hier blazen. Das dauert lange. Müssen wir leise sein, horchen, ob was kommt und blazen. Und die Frage ist, die ich mir stelle: Darf ich, wenn ich nach dem Blazen Skeps töten oder darf ich es nicht? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. So, können wir gleich mal gucken, was wir abgegeben haben. Die SV. 40 Sekunden ein Objekt im Müll vergraben, sozusagen. Ich habe das schon mal versucht, einfach mal mitzunehmen, den USB-Stick und zu gucken, wo das ist. Und dann habe ich mitgekriegt, ich habe einen Skeff verschossen, bumm, Mission war vorbei und da habe ich blöde hier reingeguckt. Ich so, warum? Ja, man muss jetzt hier alle Objekte pflegen, ohne einen Skeff zu töten. Und wie es danach ist, weiß ich nicht. Ich möchte das eigentlich nicht herausfordern. Aber ich muss halt hier erstmal... Ja, klingt die Tankstelle, klingt als ob der Skeff-Bus da ist. Ja, noch ein Objektiv.
40 Sekunden sind schon lange. Es wird doch langsam hell. Also habt ihr auch mal das Nachtsichtgerät im Action gesehen, die es halt noch nicht kennen. Man sieht halt viel, viel mehr. Und was ich gar nicht verstehe, das ist zwar das teuerste, aber das zweiteuerste ist das Visier, was es seit Anfang an gibt. Und das ist das kleine, wo man bloß so einen kleinen runden Kreis hat. Und die anderen sind billiger. Verstehe ich nicht. Für die anderen hat man zwei Augen sozusagen, ein größeres Blickfeld. Und für das andere hat man einen ganz kleinen Visierblickfeld. Das wird ein bisschen... Aber das ist das zweiteuerste. Verstehe ich nicht. Das müsste eigentlich das Billigste sein. So. Mission Bullshit vorbei. Jetzt dürfte ich... Jetzt müsste ich doch eigentlich wieder Skeps töten dürfen. So, jetzt haben wir das Nachtsichtgerät aus. Brauchen wir jetzt erstmal nicht nehmen. Weil wir sehen ja hier drinnen was. Und draußen wird so langsam hell. Okay. Hier war bestimmt der Typ, der an mir vorbeigerannt ist. Bestimmt hier auch schon ein Sniper mit Reisgold oder so. Und das waren ja von der Axt waren unterwegs, die haben sich gegenseitig geknüppelt, so wie es aussieht. Ich hab leider kein Geld einstecken, um mir abzahlen. Ich hoffe, ihr seht noch was, sonst wird langsam hell. Ich hätte nicht gedacht, dass es zu schnell hell wird. Na, da vorne wird immer noch geschossen. Klingt auf jeden Fall noch Scav-Boss. Es ist immer schwer einzuschätzen, ob ihr was seht oder nicht, weil mein linker Monitor ist dunkler als mein Hauptmonitor. Da unten leuchtet was rum. Steht da nichts davon, leave the area oder so. Da können wir mal hingehen und gucken. Kann ich noch Granaten einstecken? Einen hab ich noch einstecken. Ich habe hier bloß eine Wepper. Kein Vollauto, nur Single. Weil ich mir gedacht habe, eine Nachtmission möchte ich mal nicht so übertreiben. Bin gerade dabei und nebenbei mein Sniper-Level hoch zu pushen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen näher rangehen. Ein bisschen gucken.
Da hinten leuchtet es. Ganz konzentriert. Scheint wohl ein Spieler zu sein. Was gäbe es denn hier auch noch? Weiß nicht, ob die Granate was bewirkt hat, ob ich den eventuell erwischt haben sollte. Ja, natürlich. Können wir mal gucken. Wenn wir keinen Spieler erwischt, wenn ich ihn erwischt haben sollte. Wenn ich jetzt sterbe, ist nicht so wild, aber ich möchte schon gerne hier. Skeppos ist auf jeden Fall hier. Was ist in der Haus, Jungs und Mädels? Wir wollen auf jeden Fall ganz ohne Loot mische ich hier nicht raus. Draußen bewegt sich aber was vor der Tanke. Irgendwo läuft hier was rum. Da hinten. Ja, Quest Bullshit peilt. Alles klar. Echt jetzt? Alles klar, also darf ich gar nichts umschießen und jetzt habe ich die Mission natürlich verloren. Na gut, egal. Mission fehlgeschlagen. Gut zu wissen, ich darf gar keinen und selbst danach nicht erschießen. Also darf ich mir das Ganze nochmal kaufen. Wundertoll. Warum habe ich hier noch LPS-Munition drin? Gut zu wissen. Da wisst ihr das auch gleich. Oh. Ist Schwein. Bist du? Da war er. Zeig dich. Warte.
Naja. Oh, den letzten Schuss habe ich. Skeff-Spieler war das. Und ich hab nur gesagt, ich will es nicht wagen mit Skeff töten, aber hat mich gerade ja so verlockt. Habe ich halt 70.000 ins Sand gesetzt durch die Roller, die ich verkaufen musste, weil ich keinen mehr hatte. Ja. Alle dasselbe, ey. Und drin ist noch der Skeff-Boss. Also, an den sterbe ich jetzt. Hier draußen lag doch noch ein Spieler, oder bin ich doof? Damn, I'm so tired of this walking. What am I doing here? Goldene TT. Endlich habe ich mal so eine goldene TT. Counter 2 brauchen wir nicht. Nehmen wir doch lieber die mit. Was.
Okay, hier waren auf jeden Fall zwei Spieler, ja. Der war auch low equipped. Und hatte so einen Helm. Was machen wir denn jetzt? Ja, hier zeige ich rein. Oh. Komm. Das haben wir raus. Scout-Spieler weggeholt. Schade, das ist. Liegt auch noch einer. Die haben alle nichts wirklich gehabt. Da ist schon leer geräumt. So. Wir werden es uns verpissen. Schade, schade wegen der Mission. Aber da weiß ich jetzt, wie ich sie machen soll. Da werde ich die wohl wahrscheinlich nochmal machen. Aber jetzt wisst ihr auch, wie sie geht. Ich weiß auch, wie sie geht. Aber wir haben gleichzeitig schon einen Scaffold zerlegt. Ist offen? Nicht offen. Da kann man so sein lassen. Ich kann immer mal was Schönes einchecken, ich gucke immer mal rein. Und habe ich eine Batterie gefunden, eine Autobatterie. Die hat mir auch gleich mal 120.000 gebracht. Gut, diesmal nicht. Ausgang ist noch offen. So, und ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch hat es Spaß gemacht, mir zuzugucken. Wenn ihr weiter davon, also mehr davon sehen wollt, wie gesagt, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Tut mir nicht weh, tut euch nicht weh. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Stenner.